Also hier könnte man durchgehen. Schönen guten Tag, ihr Lieben. Ihr seht, ich bin nicht alleine. Ich habe heute mit den Rico und Maria. Sie kann sprechen. Ihr kennt sie bestimmt von Ricos Vlog, die beiden. Wir haben uns mal vor doch knapp einem Jahr, ne? Haben wir uns mal verabredet, dass wir mal was zusammen machen. Jetzt ist es endlich soweit. Bei mir ist es sogar das Staffelfinale von der 6. Staffel der Wandertage, Folge 10. Und das erste Mal der Wanderfritze unterwegs mit Rigos Vlog. Wird jetzt vielleicht mal so ein bisschen was kommen, mal vielleicht mit anderen YouTubern, mal schauen. Auf jeden Fall sind wir schon eine Weile unterwegs. Wir sind jetzt hier schön am Sonnentor. Das zeigen wir euch dann auch gleich nochmal. Wir haben jetzt schon wie viele Kilometer weg? Was sagst du? Knapp 10. Knapp 10. Wir sind schon Wege gelaufen, die zeigen wir euch gleich. Die sind gar keine Wanderwege mehr, die sind eher Schlammlöcher. So, wir machen Trailrunning oder eigentlich würden wir auch robben. Genau, wir sind unterwegs in Tetschin. Wir machen heute ein paar schöne Aussichten, Tetschin Richtung Losdorf und laufen immer so schön lang am Canyon der Elbe. Haben gerade festgestellt, dass es sogar einen Nationalpark Canyon Labe gibt. Wusste ich auch nicht. Ihr wusstet das auch nicht. Nee. Muss wohl ziemlich neu sein. Ich muss mal gucken. Ich blende vielleicht mal unten ein, wenn ich weiß, wie lange es den schon gibt. Also ich bin genauso überrascht gewesen. Der geht hier unten direkt am Elbtal lang und bildet einen neuen Nationalpark. Der Weg schön auf jeden Fall zu erlaufen. Es geht mal ein bisschen bergab, es geht auch ein bisschen steil bergan. Ja. Es hat geregnet, obwohl heute eigentlich kein Regen angesagt war. 0%. Also Zeit, genau, 0% hieß es ist eigentlich. Aber es hat geregnet. Seid ein bisschen vorsichtig, es ist alles ein bisschen nass im Wald, gerade die Wurzeln, ihr kennt das, Rutschgefahr. Aber für jeden ist das eigentlich mach- und schaffbar. Deswegen würde ich sagen, wir lehnen uns jetzt entspannt hier zurück. Hier zu Hause auf der Couch. Oder im Sessel und ich würde sagen, es geht los mit dem Abenteuer. Genau. Wir wünschen euch viel Spaß. Genau. Bevor es richtig losgeht, zwei Sachen noch vorweg. Hier in der Einleitung habe ich euch erklärt, dass es sich um einen Nationalpark Canyon Labe handeln soll. Das stimmt so nicht. Google führt euch da auch etwas in die Irre, weil dort steht tatsächlich unter diesem Namen Canyon Labe auch Nationalpark. Es handelt sich aber in Wahrheit um ein nationales Naturschutzgebiet. Das seht ihr gleich hier im Film. Auch auf den Schildern steht es so geschrieben. Also denkt dran, es ist kein Nationalpark. Es ist ein Naturschutzgebiet. Und die zweite Sache, die ich euch gerne näher bringen möchte. Hier im Film seht ihr natürlich Rigos Vlog. Aber dieser Kanal wurde umbenannt. Und wie dieser Kanal jetzt heißt, das seht ihr jetzt. Los geht es hier in der Nähe vom Krankenhaus. Wir gehen dann hier durch den Waldpark hinauf auf den Quaderberg Richtung Kaiseraussicht. Von dort geht es dann Richtung Schneebergblick und zur Elbwarte. Und von da geht es hinunter ins Laubental. Hier unten ist ein wunderschöner kleiner Rastplatz an einem Teich. Dann geht es wieder bergan Richtung Rosenkamm. Das ist der nächste große Tafelberg. Und hier gibt es natürlich auch eine wunderschöne Aussicht. Und das ist die Rosenkamm-Aussicht. Und von dort geht es dann noch zum Sonnentor. Das ist ein sehr schöner, kleiner, versteckter Felsen mitten im Wald. Den müsst ihr unbedingt einmal gesehen haben. Und von dort geht es dann zurück über den grünen Strich wieder zurück ins Laubental. Wieder vorbei an diesem wunderschönen kleinen Teich. Und von dort geht es dann etwas oberhalb der Straße wieder zurück nach Tetschin zum Ausgangspunkt. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich noch bei allen PayPal-Spendern hier bedanken, die mir einen kleinen Kaffee spendiert haben. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Startpunkt ist hier
Der Parkplatz am Ortseingang findet schien in einem Wohngebiet. Hier darf man überall parken, wo es erlaubt ist und das sogar kostenfrei. Es geht zuerst durch den Waldpark von Tetschin und dann hinauf auf den Quader Berg. Lass zu warm werden. Irgendwas fürs Wasser, oder? Das ist der sogenannte Kölborn-Wasserspeicher, einer der drei großen Wasserspeicher. Er entstand von 1898 bis 1900 und fasst ca. 1000 Kubikmeter Wasser. Die erste und auch schönste Aussicht ist die Kaiseraussicht. Von hier hat man einen wunderschönen Blick auf die Stadt Tetschin. Anlässlich der Silberhochzeit von Franz Josef I. und seiner Frau Elisabeth, besser bekannt als Kaiserin Sissi, wurde hier 1879 der kaiserliche Aussichtsturm errichtet, sowie ein Areal mit Promenaden und Sitzbänken, dem später ein Ausflugsgasthof angegliedert wurde. Auf der Aussichtsplattform wurde ein Obelisk errichtet. Der Gasthof entstand 1870 und wurde nach 1945 abgerissen. Mauerspuren lassen sich noch bis heute finden. Und von der Kaiseraussicht geht es weiter Richtung Schneebergblick. Wie schon erwähnt, ist der Quaderberg der Hausberg von Tetschin. Er erstreckt sich vom Dorf Laube bis zum Waldpark in Tetschin. Der Tafelberg bildet die Verbindung zwischen dem böhmischen Teil des Elbsandsteingebirges und dem böhmischen Mittelgebirge. Er bietet natürlich wunderschöne und zahlreiche Aussichten, wie hier der Schneebergblick. Das ist schön hier. Eine weitere schöne Aussicht auf den Quader Berg ist der Aussichtspavillon Elbwarte. Der Pavillon, der eine Höhe von 10 Meter erreicht, besteht aus Sandsteinblöcken auf einem quadratischen Grundriss von 4 Metern Seitenlänge. Der Bau wurde 1886 vom Tetschener Anpflanzungs- und Verschönerungsverein, insbesondere von Gustav Münzberg und Moritz John, angeregt. Der Bau wurde 1890 abgeschlossen. Entwurf und Umsetzung stammen vom Tetschener Architekten und Bauunternehmer Karl Hönig. Für den Bau des Pavillons musste eine 12 Meter hohe Stützmauer geschaffen und das Felsmassiv eingeebnet werden. Es wurde 2017 umfangreich saniert und erstrahlt im neuen Glanze. Oh, scheiße, nasse Wurzeln. Ich habe so ein Talent dafür. Von der Elbwarte steigen wir hinab in das Tal der Laube. Ich dachte, was jetzt? Nee, ich dachte. Ich dachte jetzt gleich.
Aber was man hier feststellen muss, na, an jeder Rastmöglichkeit hast du eine Mülltüte hängen. Das findest du halt in Deutschland nicht. Ja. Apfel in der Hand. Oh, geil, alle. Ich trinke Kaffee. Den Apfel hat heute extra eingesteckt, nur wegen dem Film, dass er was Gesundes isst. Sonst ist das immer eine Tafel Schokolade, eine große. Ja. Maxi, wie bist du zum YouTube gekommen? In der Haupt-Corona-Zeit hatte ich eine Woche Urlaub. Du durftest nicht aus, wa? Da habe ich gedacht, na, was machst du? Da habe ich einfach mal, da hab ich mir ein paar lustige Videos angeguckt. Die machst jetzt einfach lustige Videos. Da habe ich 5 Tage oder 6 Tage lustige Videos gedreht. So, zu Hause. Hm? Und das hat meinen Leuten gefallen. Und das hat schon dann bei YouTube hochgeladen. Und dann habe ich schon mal Essen gefilmt, wie ich mal. Und sowas. Ja, ein bisschen Müll, ne? Ja. Und dann habe ich eigentlich, wo wir mal unterwegs waren, also noch nicht mit dir, habe ich auch ab und zu mal irgendwelche Videos gebastelt. Aber jetzt ganz einfach. Und dann haben wir uns eigentlich gedacht, wo wir das mit dem Öffnung gemacht haben, du hast 5000 Videos auf deinem Handy, 5000 Bilder, die siehst du dann nie wieder an. Und machst du einfach ein YouTube-Video, gehst hoch, dort ist es immer da. Und wenn mal jemand fragt, wo war der, oder was habt ihr gemacht, oder mal uns angucken kann, und dann fängst du ein bisschen an. Das ist doch einfach gemein, wo unten, ne? Also, ich ja, wir haben ja heute schon wieder überlegt, weil ja. Also, finde mal was, was so ein bisschen in die Wanderrichtung geht, aber... So, wir sind sowieso schon überlegen, dass wir nun doch zu zweit sind. Und wie dieser Kanal von Rigos Vlog jetzt nun heißt, seht ihr noch einmal hier. Frisch gestärkt hier am Rastplatz des Nixteiches im Laubental geht es nun wieder bergan Richtung Rosenkamm. Mal ins Fernsehen. Ich würde sagen. Oh ne, wir sind zu weit. Also es wird auf dem roten Weg sein, ne? Ja. Genau. Ist der immer so frisch? Ja. Eindeutig. Genau, und auf dem über den Weg kommen wir dann zurück. Schön. Puh, sehr schön. Herrliche Sicht. Ach, guck mal, wie weit wir gelaufen sind. Krass. Das glaubt man gar nicht so, ne? Ist direkt der Stunde? So, ein Stück. Ja, das ist schon. Grenzgut 12 Kilometer.
Belvedere 5,5. Unsere letzte schöne Aussicht hier in das Elbtal von Tetschin ist die Rosenkamm-Aussicht und sie hat eine Höhe von 432 Metern und hier hat man nochmal einen wunderschönen Blick hinab ins Elbtal Richtung Tetschin. Man sieht den hohen Schneeberg, den höchsten Berg hier im Elbsandsteingebirge und auch den zweithöchsten Berg des Elbsandsteingebirges, nämlich den großen und kleinen Schornstein. Und von der Rosenkamm-Aussicht geht es weiter zum Sonnentor. Die herrlichsten Wanderwege hier. Toll. Toll, wie kommen da jetzt durch? Also, will ja nicht sagen, aber ich sehe uns da noch nicht durchgehen. Oh, warte mal, doch links könnte klappen. Ja, warte mal, ich glaube, da komme ich mal hier rüber. Weil hier um die Ecke rum wird Mist. Oh Gott! Ja, da bauen wir jetzt eine Brücke. Guck mal, hier vorne hast du Baumscheiben. Kannst du drüber gehen? Ah, hier wäre es auch gegangen links, verdammt. Super. Maria, also mal ganz ehrlich, ja, das ist ja ein Weg hier. Ja. Wenn ich hier drauf mache, macht es Klatsch, weg ist es. Zurück zum Schwimmer dann. Gut. Floßbein. Die Rede war vom Wandern, nie vom Robben. Da muss man lang. Oh, ne, toll, klasse. Schön durch den Matter. Na. Na toll. Nicht, dass sie das Sonnentor abgerissen haben. Geschlossen, weil heute keine Sonne ist. Aber ich sehe was da vorne. Ein Wegweiser. Sackgasse grün nach rechts. Genau, wir müssen nach rechts. Ja, vollkommen. Kannst du die Pfütze raussuchen, rechts oder links? 300 Meter. Oh, schön. Denk ich mal. Guck mal, die schönen Farben von den Felsen hier. Ja, passt da nicht durch. Ich sehe schon meine Kamera. Oh. Naja. Also hier könnte man durchgehen. Muss man aber nicht. So. Gehen wir halt rechts um den Felsen. Oh, also runter zu ist es kacke, ja. Oh, ich glaube, ich gehe dann runter und tue es da durch. Hat ein bisschen was für einen Teaser. Alter, geht's. Thank you.
das sogenannte Sonnentor. Da. Cool. Schön, ja. So, cool. Macht sie den da oben? Suchst du den Weg? Irgendwo hochgeklettert und dann hat sie hier gemerkt, dass. Ach komm, das geht doch. Guck mal. Können wir da links vorbei? Huch. Ich liebe solche Stolperfallen. Es geht nur geradeaus. Wie viel ist das schon gemacht worden? Weiß ich nicht. Zum Schluss führt uns unser Weg hier nochmal vom nächsten Teich im Laubental auf einem wunderschönen Waldweg ein Stück oberhalb der Straße nach Tetschin zurück zu unserem Ausgangspunkt am Waldpark. So ihr Lieben, wir haben es geschafft. Wir haben noch ein kleines bisschen. Wie viele Kilometer haben wir noch? 2 Kilometer? 3 Kilometer? Jetzt kommen wir noch was. Genau. Ich würde sagen, es war eine schöne Tour, oder? Ja. Berghoch, berg runter, wir haben viel gesehen. Schöne Aussichten. Genau. Kannte ich so auch noch nicht. Nee. Schöne Wege, zwar ein bisschen rutschig, ein bisschen nass, ein bisschen vorsichtig walten lassen, oder vorsichtig walten lassen, dass er nicht hinfällt. Ja. Gerade wenn es bergab geht, wir sind schon einige Mal doch weggerutscht. Was? Wir haben uns aber nicht hingelegt. Wir wissen gar nicht, was er erzählt genau. Hier. In diesem Sinne, also ich würde sagen, für groß oder klein, jung oder alt, ist das auf jeden Fall machbar und schaffbar. Ja, das stimmt. Schaut auf jeden Fall mal beim Rico vorbei. Ricos Vlog unten in der Videobeschreibung, also verlinkt, einfach mal vorbeischauen. Lasst ein bisschen Liebe da, ein Abo und einen Daumen hoch. Der macht schöne Insta 360 Grad Filme. Also ihr seht dann auch hier von dieser Tour bei ihm auf dem Kanal auch ein Film. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon draußen ist zu dem Zeitpunkt oder noch kommen wird. Schaut einfach mal nach. Genau. Es gibt also einen Film bei mir und einen Film bei ihm auf dem Kanal. Genau, so machen wir das. Genau. So. Ich glaube, er hat mich vorhin in einer misslichen Lage gefilmt und ich glaube nicht, dass das ausgeschnitten wird. Ich habe da schon wieder lustige Musik im Hintergrund. Lasst euch überraschen, was dort passiert ist. Das seht ihr bei ihm auf dem Kanal, weil ich habe es nie gefilmt. In diesem Sinne, ihr Lieben. Gerne hier bei mir auf dem Kanal ein Abo dalassen. Einen Daumen nach oben, wenn euch der Film gefallen hat. Gerne was in die Kommentare schreiben. Bei Facebook Daumen nach oben, gerne was kommentieren. Und bei Instagram seht ihr natürlich wie immer das ein oder andere Foto. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bei PayPal in die Videobeschreibung gehen. Da ist der Link zu meinem PayPal-Spendenkonto. Einfach mal eine kleine Spende dalassen. Die Höhe dieser Spende überlasse ich ganz euch. Ich freue mich natürlich über jeden einzelnen Cent. Das macht ihr. Genau. Wenn ihr was zu meiner Ausrüstung wissen wollt, einfach bei mir auf die Internetseite gehen, hier unten nochmal eingeblendet, www.der-wanderfritze.de. Da gibt es einen Reiter Ausrüstung, einmal draufklicken. Dort gibt es alles zu meinen Ausrüstungsgegenständen. Kleine Anmerkung, das sind alles Affiliate-Links von Amazon. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr gerne darüber bestellen und wenn ihr das tut, kriege ich eine kleine Provision ab. Ihr könnt das, ihr müsst das nicht machen, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn das ein oder andere Prozentchen dabei rumkommt. Einfach mal ausprobieren, reinschauen und wenn ihr dann Lust habt, einfach bestellen. In diesem Sinne, ich würde sagen,
Wir verabschieden uns, wünschen euch allen noch einen schönen Samstag. Ja, war eine schöne Runde. Einen schönen Sonntag, genau. Vielleicht machen wir das mal wieder, ich denke schon. In diesem Sinne. Sehr schön. Tschüss, sagt der Wanderfritze und Rico Slock, Rico und Maria. Genau. Tschüss. Tschüss. Ich gehe in die Mitte. Da muss noch eine Anmoderation machen. Rutsch ruhig ran. Nee, das ist kein Bunker. Das ist ein Denkmal. Das ist wie ein Freitreiber. Hä? Eben, wo geht ihr am Weg weg? Ein Weg ins Nichts. Also ich sehe keinen. Was ist denn aber jetzt hier rechts weg, oder? So, die Maria wird uns jetzt zeigen, wie man schwimmen geht. Mit Rucksack und Klamotten. Oder was der Teufel? Nee, eigentlich ist es ja ein Paarhufer, den der Teufel hat. Ja, macht er. Ah, ich kann mal hier. Aufnahme läuft, wir sind in der Mitte? Nee. Alles gut. Die alten Leute waren anders. Krümel hier. Wir waren wieder vor uns vor 3 Stunden welche. Genau, irgendwelche Dresdner. Sieht aus hier, ey.